und herzlich willkommen wieder auf meinem Channel. Wie versprochen, für meine letzten Videos möchte ich euch heute mein Basketballfeld und mein Fußballfeld zeigen. Ich werde auch am Ende des Videos meine Ersteller-ID verlinken, sodass ihr euch das ganz einfach runterladen könnt. Wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe mir mit dem Design-App diese ganze Bodendesigns erstellt und die möchte ich euch einfach zur Verfügung stellen. Ich zeige euch mal, wie ich hier vorgegangen bin. Wie man hier sieht, habe ich für jede Ecke also Eckfahne erstellt, sodass man die in jede Ecke setzen kann. Ansonsten diese Linien sind dann immer die mit dem Ball gerunden. Manche haben auch Fußballfelder transparent, habe ich gesehen. Das gefällt mir aber nicht so. Ich bin eher so von dunkelgrün. Das könntet ihr aber auch ganz einfach dann auch umstellen, wenn man das dementsprechend möchte. Aber wie gesagt, wenn da jemand Interesse dran hat, einfach melden. Ansonsten hier dann eben diesen Punkt, gell, dass man den hier einfach setzen kann und dementsprechend die Linie und die Mitte eben zu ziehen. Hier oben dann das Panda zu unter, da braucht man dann eben auch dieses T-Stück, um einfach die Verbindung herzustellen von Mittellinie zu Außenlinie. Oben laufen wir dann auch einfach hier mit dieser Linie das Ganze ab, sodass das da drüber ist. Den Strafraum, den ich hier erstellt habe, dafür braucht man dann diese Eckteile, die ich hier erstellt habe. Mit denen kann man das Ganze relativ gut eigentlich erstellen. Man setzt einfach die Ecke da damit, um eben hier wegzukommen und dann hat man das auch schon erstellt. Dasselbe dann praktisch auf der gegenüberliegenden Seite. Mit derselben Teile kann man das dann erstellen. Die Tore, das zeige ich euch auch noch am Ende vom Video, die kann man über Mitmeilen kaufen. Das heißt, ich glaube 4000 Knuckmeile kostet ein Tor und da bräuchte man dann praktisch 2, das wäre 8000. Auch die Sitzgelegenheiten, die ich hier aufgestellt habe, kann man kaufen, die Kamera und den Ball leider nicht. So, dann kommen wir auch schon zum Basketballfeld. Auch hierzu ist zu sagen, dass diese Basketballkorb, den habe ich bei Map & Schlepp gekauft. Also da habe ich auch keine Meile oder eben Bastelanleitungen gefunden. Hier der Boden, diese Dunkelflecke, das ist genau gleich wie oben, einfach die leere Fläche am Schluss ausfüllen. Ansonsten auch hier die Ecke eben mit den Eckstücken machen. Kleine Besonderheit gibt es hier, da das so nah beieinander ist und das Feld ein bisschen kleiner ist. Da habe ich praktisch das, was ich euch hier zeige, dieses Teil dafür angesetzt und dann muss man das einfach dementsprechend dann da entlang fahren. Am Schluss muss man praktisch dann hier noch diesen Halbkreis ziehen. Ich wollte nicht das Basketballfeld ganz original machen, einfach aufgrund von begrenzter Platz. Deswegen habe ich mich für das entschieden. Leider ist es nicht ganz gerade geworden. Das hat nicht so gut funktioniert. Naja, aber ich finde, es sieht ganz gut aus. Und wenn ihr es möchtet, könnt ihr das dann nachbauen. Ich hänge euch, wie gesagt, meine Ersteller-ID ganz am Ende vom Video noch an. So, hier, wie vorher angesprochen, zeige ich euch jetzt nur das Fußballtor für 4000 Nuckmeilen und die Sitzgelegenheit für 2000 Nuckmeilen. Tore und so weiter leider nicht. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ja, guckt mal wieder rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Danke, ciao.